Der Kollege Misha Lemeschko, Professor für theoretische Physik am Institute of Science and Technology Austria bei Wien, hat die folgende Aktion ins Leben gerufen. Um Leute für Wissenschaft zu begeistern, gerade in Zeiten, in denen man wegen der Corona-Pandemie viel zu Hause ist, sollen Videos zu Experimenten erstellt werden. Und zwar insbesondere zu einfachen Küchenexperimenten, die man zu Hause leicht nachmachen kann und bei denen man vielleicht auch noch etwas Spannendes entdeckt oder lernt. Ich halte das für eine tolle Idee und möchte das folgende sehr einfache Phänomen beisteuern. Schwere Gegenstände gehen im Wasser unter und leichte schwimmen oben, oder? Wir nehmen eine handelsübliche Orange, gar nicht mal so leicht, wenn man sie in der Hand wiegt. Gibt man sie ins Wasser, dann schwimmt sie an der Oberfläche. Jetzt mache ich die Orange leichter, indem ich sie schäle. Gebe ich sie jetzt wieder ins Wasser, dann geht sie unter. Das ist vielleicht überraschend. Aus dem Alltag wissen wir doch eigentlich, dass schwere Objekte im Wasser untergehen und leichte oben schwimmen. Jetzt habe ich ein Objekt, das schwimmt, und wenn ich es leichter mache, geht es auf einmal unter. Um das zu verstehen, schauen wir uns die Orange noch einmal in Ruhe an. Wir können jetzt bei der ungeschälten Orange und dann bei der geschälten Orange zum Beispiel den Umfang messen oder jeweils die Masse bestimmen. Dieses kleine Experiment zeigt, dass es nicht nur auf das Gewicht ankommt, sondern auf die Dichte eines Objektes. Das sogenannte archimedische Prinzip besagt, dass der Auftrieb eines Objekts in einem Medium genauso groß ist wie die Gewichtskraft des von ihm verdrängten Mediums. Ob ein Objekt im Wasser schwimmt oder nicht, hängt also davon ab, wie groß seine Dichte im Vergleich zu der des Wassers ist. Der Teil einer Orange, den man essen kann, besteht zu sehr großen Teilen aus Wasser. Hinzu kommen die umgebende Haut, Fasern, eventuell Kerne, Vitamin C, Fruchtsäure und ein paar weitere Substanzen. Insgesamt ist dadurch die Dichte der geschälten Orange etwas höher als die von Wasser. Damit geht die geschälte Frucht unter. Eine ungeschälte Orange hat hingegen eine etwas geringere Dichte als Wasser, weil die Schale viel luftige Poren enthält. Die Auftriebskraft ist größer als die Gewichtskraft, die die Orange nach unten zieht, deswegen schwimmt sie. Das erklärt auch, warum Schiffe schwimmen können. Wer wissen möchte, was man mit Orangen noch so machen kann, gerade Mathematikunterricht, findet dazu kleine Anregungen in einem Beitrag von mir, der in der vorletzten Ausgabe der Zeitschrift Mathematik Lehren erschienen ist.